erster Titel letztes Jahr gewonnen und dann haben wir gesagt, okay, die Bundesliga, da können wir es vielleicht ein bisschen ruhiger angehen, können da solide spielen, uns ein bisschen erholen und dann auf den Herbst hin wieder richtig angreifen. Ja, und dann kam alles ein bisschen anders, dann hat sich der Gerhard verletzt und ja, dann wurde es ein bisschen spannend. Also dann haben wir Hilfe aus dem eigenen Verein bekommen, zwei Oberligaspieler haben ausgeholfen von unserer zweiten Mannschaft, Robert und Gerd, sein Bruder, der hat ausgeholfen und wir konnten dann mit Ersatzspielern quasi uns in der Frühjahrssaison noch so gut halten und so den Vorsprung, den wir vorher geholt haben, so ausbauen, dass wir gut in den Herbst reinstarten konnten. Ja, und an der WM war dann noch alles drinnen. Da waren wir dann im Finale und bis 2 Minuten vor Schluss war es ganz knapp unentschieden gestanden und dann, ja, haben wir es leider ein bisschen aus der Hand gegeben im Finale, die letzten 2 Minuten, aber ja, insgesamt war das schon eine erfolgreiche Saison, würde ich sagen, dafür, was für Hindernisse uns im Weg lagen. Für uns wird nächstes Jahr Glasgow nochmal so ein Highlight sein. Das ist ja dann die Weltmeisterschaft, die ist dann im August. Das ist so eine Gesamtweltmeisterschaft mit Bahnrad, Rennrad, Mountainbiken und so weiter. Also alle Radsportdisziplinen sind eigentlich dabei. Und wir sind auch ein Teil davon. Es wird eine große Medienpräsenz geben und ja, es wird nochmal eine kompakte Saison für uns. Bis August wird alles gespielt und das soll dann für uns auch so ein bisschen das Highlight unserer Karriere werden. Und danach werden wir dann aufhören. Das ist immer Wahnsinn, wenn man auf so eine WM fährt und dann fährt man da ins Spielfeld rein. Und es sind einfach Tausende von Leuten, die einem zurufen und einen anfeuern. Und vor allem wir als Sportler im Radball, wir sind das nicht gewohnt. Bei uns ist die Gewohnheit, dass im Höchstfall mal 300 Leute in der Halle sind. Und das ist dann wirklich, das sind außergewöhnliche Events. Im Normalfall sind es so 50 Leute. Und dann ist man da in so einer Halle und wird von Tausenden angefeuert und bejubelt. Das ist immer der Wahnsinn. Und die Leute sind unglaublich und das ist so eine tolle Atmosphäre und so ein schönes Gefühl. Also da bin ich auch immer wieder dankbar dafür, dass wir das erleben dürfen.